tiefes Entsetzen, dass jetzt die Corona-Krise genutzt wird, um so massiv Personal abzubauen und nicht Mittel zu nutzen, wie zum Beispiel Kurzarbeit, ist nicht verständlich. Die Luftfahrtindustrie ist ja immer noch eine Zukunftsindustrie und wir haben 7.500 Flugzeuge im Auftragspool. Und das bedeutet auch für uns, dass wir dann dementsprechend für die nächsten 8 Jahre Aufträge wieder haben. Das heißt, wir müssen das Tal nur durchschreiten und dann ist der Markt ja wieder da. Und dafür müssen wir präpariert sein. Im Moment ist der Arbeitgeber ziemlich blockiert in seiner Position. Aber wenn wir jetzt so solidarisch zusammenstehen, kriegen wir das, glaube ich, hin, dass wir dort betriebsbedingte Kündigungen verhindern können. Die Stimmung ist natürlich nicht gut, ist ja klar. In dem Moment, wo Arbeitsplatzverlust auf dem Tablett liegt, sinkt die Stimmung sofort und es kommen dann Existenzängste. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die haben sich ein Haus gekauft, die haben Familien, die müssen ja im Prinzip ihr Leben weiter planen. Und die Perspektive, in einem Unternehmen wie Airbus dann gekündigt zu werden, das ist einfach eine enorme Drucksituation. Wenn es darum geht, die Krise zu bewältigen, haben wir gute Maßnahmen. 24 Monate Kurzarbeitergeld, die gesamten Personalkosten werden dem Unternehmen erstattet für 2 Jahre. Dann kommen wir nochmal mit unserem Vorschlag von Arbeitszeitverkürzung kollektiver. Warum das Unternehmen jetzt so einen Druck macht und Tausende von Arbeitsplätzen abbauen will, das macht einfach, also das schürt sozusagen diese Gerüchte und auch die Ängste.